Não, não, Ja, hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein ähm, und auch, dass so viele zu diesem Thema gekommen sind. Ähm, denn ich werde heute auch versuchen, gerade so ein Thema, was ja so in dieser Compliance-Governance-Ecke ist, äh, aus dieser Boring-Ecke rauszuholen. Ähm, ja, und das mit dem Thema Einführung ins Access- und Identity-Management. So, aber kurz noch die obligatorische Vorstellung. Wer bin ich? Ich bin Katrin, ich bin Hamburgerin, ich bin schon... Ich habe ganz lange als Softwareentwicklerin gearbeitet, als Architektin, Agile-Coach, Teamleiterin, Projektmanagerin in kleinen Startups und auch wirklich in großen Konzernen. Ich mag einfach diesen Perspektivwechsel. Und als ich in Startups unterwegs war, hatte ich immer so On- und Off-Boarding-Zettel. Ihr kennt das bestimmt. Auf jeden Fall in den besser organisierten Startups. Und mir kam gar nicht damals in den Sinn, dass es hier Bedarf für echt große Systeme geben könnte. Und inzwischen ist das ähm, wirklich so ein Herzensthema von mir geworden. Und deshalb möchte ich es heute hier vorstellen, dass IAM eben nicht nur ähm, Governance und Compliance ist, sondern auch wirklich die Basis ähm, für jedes Security-Buzzword, was so irgendwie äh, immer in die IT reingeworfen wird, jedes Jahr. So, und ich bin äh, im Moment als Consulting unterwegs ähm, und habe da ein, ein Team, mit dem wir arbeiten, eine IAM Practice, das kann man sich so als Querschnittstribe vorstellen. Wir sind deutschlandweit unterwegs im Thema IAM, ähm, aber auch international, besonders mit unseren skandinavischen Kollegen arbeiten wir viel zusammen. Äh, und eine, wirklich auch nur eine Company Slide, ähm, CGI Riesenunternehmen mit 90.000, über 90.000 MitarbeiterInnen äh, in allen Bereichen, also von Stahlindustrie, äh, Space-Programm, äh, Finance, Security, äh, Retail, alles. So. Aber zurück zum Thema. Warum braucht es denn eigentlich so ein Identity und Access Management? Damit das nicht ganz so langweilig wird, ähm, oder falls ihr das schon kennt, ähm, könnt ihr nebenbei. Buzzword-Bingo spielen. Ich habe äh, so eine Karte mal bestückt mit allen äh, Begriffen aus dem Thema IAM, ähm, aber auch alles, was so typisch für einen Code Talks-Vortrag ist. Also zum Beispiel, dass sich die Vortragende über ihre eigenen Witze lustig macht. Ähm, gut, aber jetzt mal wirklich los mit der Frage: ähm, Ja, warum braucht man das? Fangen wir mal an. Damals äh, als der Computer so Einzug ins Büro hielt, da war Arbeit ähm, und, und ja, Privates komplett getrennt. Es gab so den Arbeits-PC, äh, manchmal auch nur so ein Client, äh, also das Fenster zum Mainframe. Äh, wir hatten so ein Telefon auf dem Tisch. Man durfte damals sogar noch im Büro rauchen. Äh, heute unvorstellbar. Und ähm, zu Hause hatten wir dann unseren privaten Telefonanschluss, auch ganz andere Programme, ähm, ein PC im Arbeitszimmer oder irgendwo zentral in der Wohnung, der dann gemeinschaftlich genutzt wurde. Und auch die Infrastruktur, die IT-Landschaft sah in den Firmen wirklich deutlich anders aus. Es gab so zentrale Architekturen, wenig userbezogene Daten. Ähm, es war wirklich einfach zu verwalten. Also fast so wie in Startups, wo es noch wenig gibt wo alles noch im Aufbau ist, wenig Systeme, wenig Accounts zu pflegen. Also hier hätte auf jeden Fall so eine Excel-Tabelle tatsächlich ausgereicht. Aber es geht weiter, der Fortschritt ist unaufhaltbar. Die IT ist immer weiter in unser Leben vorgedrungen. Die Arbeitswelt und die, die Privatwelt vermischt sich. Also das Wohnzimmer und die Küche wird teilweise zum Arbeitszimmer. Arbeit und Urlaub wird zu Vacation. Das Arbeitslaptop wird privat genutzt, so wie das Handy, private Devices bringt man mit zur Arbeit. Und äh, ja, die Infrastruktur ist auch so ein bisschen anders äh, geworden. ist ausgeartet. Es ist aus dem aus dem Serverraum im Büro ist es rausgedrungen. Ähm, Services laufen in der Cloud, Service Oriented Architectures, äh, Software as a Service, äh, Frameworks und so weiter. Also, es ist wirklich komplex geworden, dann auch noch mit diesem Bring Your Own Device ähm, und so weiter. Äh, wie soll man das managen? Also, so eine Excel-Tabelle, da werden wir jetzt ganz schön aufgeschmissen. Ähm, deshalb muss man es einfach mal anders denken ähm, es muss ein anderer Ansatz her wir müssen ähm, individueller denken aber auch gleichzeitig wirklich groß ähm, und die neuen Netzwerkgrenzen sind die Identitäten auf die wir aufpassen müssen ähm, wir brauchen eine Lösung die das große Ganze aber auch jede einzelne Identität betrachtet und genau da setzt das IAM an mal ganz grob gesagt auch für vielleicht nicht Techies unter uns ähm, ein IAM regelt alles, wer was, wann, warum bestellt hat und wer das auch für wie lange erlaubt hat. Und hierbei steht der Mitarbeiter als Identität im Mittelpunkt. Das ist ja auch eins dieser HR-Buzzwords im Moment, Employee-Centric. Ich finde es gut, immer wenn es um den Menschen geht, finde ich es gut. Das heißt aber auch, dass wirklich alles, über das IAM gemanagt werden muss. Jeder Account, jede Berechtigung. Also keine Word-Dateien mehr, in denen Credentials stehen für gemeinsam genutzte Tools, aber auch keine, keine losen technischen Accounts, die niemandem zugeordnet sind. Zum Beispiel, wenn eine App einen Datenbankzugriff braucht, das muss an einer Person hängen, damit man fragen kann, hey, bist du noch da? Brauchst du das noch? Eingefügt wird das Ganze auch an zentraler Stelle in die IT-Landschaft hier wirklich sehr ähm, schematisch, weil ihr kennt selbst, die IT-Landschaften sind total unterschiedlich. Die einen setzen auf Enterprise, die anderen setzen auf Open Source, ähm, manche mischen das, also, ähm, aber eigentlich ist es genau immer in der Mitte. Ähm, es ist auch nicht immer nur ein System, manche Anbieter machen daraus zwei Systeme, Fortrock zum Beispiel, die machen ein Identity und ein Access Management, ähm, die arbeiten aber auch da sehr eng zusammen. Und man hat halt immer diese Quellsysteme, wo die Mitarbeiterdaten reinkommen, wo sie gepflegt werden. Man hat vielleicht auch noch Filialsysteme. Man hat vielleicht noch sowas wie eine Firmwagenverwaltung. Das kann alles dann auch übers Identity Management genutzt werden. Und hinten raus hat man eben die Zielsysteme, die sich die Berechtigung und die Identitäten aus diesem Identity Management holen. Das können auch Lizenzen sein, das können Accounts zu Cloud-Lösungen sein. Es kann auch unten noch das Rechnungswesen angedockt werden, damit man eben die Freelancer oder auch die Lizenzen direkt verbuchen kann. Es ist also, ja, man kann sagen, es ist die Spinne im Netz. Und es managt diese ganzen, dieses Ganze auch über die ganzen Veränderungen des Mitarbeiters, die ja so im Leben in der Firma ähm, durchläuft. Wir nennen das äh, joiner mover lever prozesse aber die sind im Detail noch mal so ein bisschen granularer. Es sind nicht nur drei. Ähm, ups. Genau, während der ähm, Joiner-Phase kann man schon vorab vieles bestellen. Ähm, man kann irgendwelche Teams oder Slack-Channel schon mal vorab für diesen User abonnieren. Ähm, das heißt, im Idealfall ist er an Tag 1 direkt, wenn er seinen Blumenstrauß kriegt, den man auch dann irgendwie automatisch über einen Einkauf auslösen könnte, ähm, arbeitsfähig und kann produktiv loswerden, äh, loslegen. Ähm, und naja, während man so im Unternehmen ist, ähm, gibt es Veränderungen. Man wechselt die Abteilung, man braucht andere Zugriffe, man braucht andere Channels, man braucht andere ähm, Ordnerfreigaben und so weiter. Ähm, all das kann dann ähm, übers Identity Management geregelt werden. Ähm, wichtig ist auch zum Beispiel bei einer Hochzeit die Namensänderung. Viele Accounts basieren ja einfach auf unserem Vor- und Nachnamen ähm, und das kann dann übers Identity Management in alle Systeme, wo man eben Accounts hat, die, die nach diesem Muster aufgebaut sind, ändern. Ähm, bei einer Hochzeit ist das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man noch unter dem Ursprünglichen Namen erreichbar ist. Bei einer ekligen Scheidung oder ja, vielleicht auch bei einer Geschlechtsanpassung ist das schon ähm, kritischer und man möchte auch nicht mehr mit seinem Date-Name angesprochen werden. Ähm, also, genau, das ähm, alles kann ein Identity-System direkt in alle Systeme propagieren. Und auch bei den lieferprozessen prozessen gibt es Unterschiede. Es gibt so temporäre Deaktivierung wie Elternzeit oder auch Sabbatical. Das muss einfach gut definiert werden, weil aus, gerade so bei, bei ähm, Elternzeit ist der Mitarbeiter aus HR-Sicht inaktiv, aus IT-Sicht vielleicht nicht. Vielleicht möchte er weiterhin die E-Mails kriegen, vielleicht möchte er weiterhin auch zum Sommerfest eingeladen werden, Dinge mitkriegen. Ähm, ja, das muss dann genau ausspezifiziert werden und im Identity Management hinterlegt werden. Und auch ganz wichtig, das wirklich komplette Offboarding. Hier kann man sich Zeit sparen, wenn man kostenpflichtige Accounts auch wirklich abräumt, und man kann sich auch Ärger ersparen, wenn ein wütender Ex-Mitarbeiter eben keinen Zugriff oder Zutritt mehr hat. Aber es gibt noch so viel mehr. Also über den Security Aspekt hatten wir schon so ein bisschen gesprochen. Denkt mal dran, was sind denn so die Gefahren für eine IT-Landschaft? Das ist eben Identitätsdiebstahl, Phishing-Attacken. Die gehen alle über die Identität rein. Und wenn wir das wirklich gut managen, wenig Rechte, Berechtigung ausgeben und auch eine zentrale Stelle haben, wo wir eben diesen kompromittierten Account abschalten können, ist das ja ideal. Ja, Automatisierung. Ich hatte eben schon den Blumenstrauß gesagt. Ähm, sowas kann einfach umgesetzt werden. Man kann zum Beispiel auch, das machen auch einige Firmen, ähm, Identity Management, ähm, Kopfumfänge und Schuhgrößen pflegen für Sicherheitshelme und Schuhe. Ähm, ja, Self-Service. Ähm, Mitarbeiter werden enabled. Sie können sich selbst ähm, Dinge bestellen, die dann ähm, Berechtigungsworkflows äh, durchlaufen. Äh, Sie können selbst ihr Passwort neu beantragen. Also man, man kann jetzt mehr alleine machen. Und es muss eben nicht immer noch ein Admin dafür genervt werden. Ja, und dann gibt es noch so Ausbaustufen, zum Beispiel Privileged Access Management. Das braucht auch so ein IAM als Basis. Das ist so eine ja, gute Ausbaustufe. Oder eben nochmal so ein ganz anderer ähm, ja, Userkreis, nämlich ähm, ein Customer Identity Management. Ihr könnt auch ähm, über diese Systeme nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch eure Kunden ähm, verwalten. Super praktisch. <laughs> ich hatte es ja eben schon gesagt. Ähm, es gibt immer so diese, diese IT-Buzzwords, ähm, die die IT-Welt dann in Aufregung versetzen. Äh, letztes Jahr war das so Cyber Resilience. Äh, im Moment ist das ja Cyberkultur. Ähm, und bei jedem Buzzword denke ich, hey, coole Sache, brauchst ein IAM als Basis. Ähm, und ich habe mal so drei relativ aktuelle Cyber-Säue rausgepickt und möchte euch mal zeigen äh, oder auch beweisen, dass man das mit einem IAM super umsetzen kann. Das erste, ähm, ja, Zero Trust ist eigentlich fast klar. Ähm, ich würde mal jetzt Zero Trust erklären, weil das ist halt ähm, ja so ein. Mindset auch. Ähm, Zero Trust bedeutet ja erstmal nur, dass wir keiner Netzwerkressource trauen, keinem Request vertrauen, egal ob er von außen kommt oder aus dem VPN ist. Also es wird erstmal alles als vertrauensunwürdig angesehen. Ähm, und jeder Zugriffsversuch, jede Aktivität muss gründlich überprüft und autorisiert werden. Ähm, also Vertrauen ist gut, aber wir sollten halt äh, lieber gut darauf vorbereitet sein, dass dieses Vertrauen eben missbraucht wird. Ähm, und das, ist, das sind so diese Schlüsselprinzipien, die ich hier ähm, aufgezeigt habe, die dafür eine Rolle spielen. Also einmal die Verschlüsselung der Daten, egal ob sie auf der Festplatte liegen oder durchs System gehen, ähm, die müssen einfach geschützt und verschlüsselt werden. Least Privileges. Zero Trust fordert, dass Benutzer und Systeme nur die geringste Menge an Rechten erhalten, die sie zur Ausführung ihrer Aufgaben brauchen. Das minimiert nämlich wirklich das Risiko, dass unbefugte Personen oder unbefugte Programme plötzlich sensible Daten äh, erreichen können. Ähm, bei der Kontrolle geht es ähm, um Ressourcen und Zugriffe. Also wir wollen genau wissen, wer was, wann und wie zugreift. Ähm, und so können wir eben Bedrohungen erkennen und uns verteidigen. Hierzu gehören übrigens auch so Bedrohungen wie so ein Audit, was um die Ecke kommt. Ähm, denn wirklich jede Freigabe wird protokolliert und man kann einfach äh, Reports erstellen. Und ähm, dann ist so ein Audit auch echt, ja, kein Stress mehr. Ähm, und ein weiterer Kontrollaspekt ist die Umsetzung von Segmentierung, also Netzsegmentierung, Mikrosegmentierung. Das heißt, das Netzwerk wird in unterschiedliche Teile aufgeteilt, in kleine isolierte Teile und der Datenverkehr zwischen denen wird dann streng kontrolliert. Das bedeutet aber auch, dass man innerhalb des internen Netzwerkes eben nicht mehr auf alle Ressourcen zugreifen kann, nicht alle Benutzer können alles tun. Ähm, ja das ist noch so ein zusätzlicher Schutz und ja Authentifizierung super Schlüsselaspekt von Zero Trust ähm, jeder Benutzer jede Identität die zugreifen wollen müssen ihre Identität ausweisen und ähm, das zum Beispiel mit MFA und das alles lässt sich eben prima mit einem IAM umsetzen ja bis auf Verschlüsselung aber gut das gehört noch mal dazu ähm, es lässt sich ähm, es lässt uns Identitäten, Zugriffsrechte, Sicherheitsprotokolle, zentral verwalten, least privileges, ähm, das schreit gerade nach dem Identity Management oder Access Management. Ähm, und die Authentifizierung, also wirklich eine starke Authentifizierung würde ich mit MFA machen. Ähm, und zusammen mit SSO sind MFA, SSO und hm? <laughs> ah, Mist, ich hätte sagen sollen, dass es gar nichts zu winnen gibt, aber. <laughs> Äh, genau, MFA, SSO und IAM sind nicht nur Teil des Buzzword-Bingos, sondern auch wirklich so ein Dream-Team der Online-Sicherheit. IAM organisiert, den, ähm, wer den Zugang haben soll. MFA sorgt dafür, dass es auch wirklich die richtige Person ist. Und SSO macht es noch einfach, ähm, damit mal Bürokratie und Sicherheit nicht zu einer Hürde wird. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Welches Schwein haben wir jetzt? Cloud Transformation. Ja, jede Transformation ist ein Prozess. Ähm, erste Features, erste Services werden dann so in der Cloud entwickelt. Ähm, man benötigt oft dann so eine Weiche, ähm, vielleicht für verschiedene Services, vielleicht auch für verschiedene Benutzergruppen, vielleicht auch für verschiedene Devices, dass man so einen Mobile First Ansatz erstmal in der Cloud entwickelt. Ähm, ist alles möglich und da bietet sich so ein IAM als Weichensteller weil es alle Benutzer kennt, ähm, ja, quasi auf dem Präsentierteller an. Ähm, aber wo wir bei Cloud sind, nochmal ganz deutlich, also die Cloud-Anbieter, äh, sei es jetzt Azure, AWS, äh, GCP, ähm, die liefern alle auch so ein Identity Management mit. Das reicht, um die Cloud zu managen. Das reicht aber nicht, um eure komplette IT-Landschaft zu managen. Also es ist Teil einer holistischen Lösung, Teil eines ganzheitlichen Bildes, <laughs> ähm, aber eben kein Ersatz dafür. Und die ganzen ähm, größeren IAM-Systeme, die bieten Konnektoren ähm, für alle gängigen Cloud-Plattformen, also die können dann auch super easy gemanagt werden. So, Cyber-Sicherheitskultur, eins meiner ähm, Lieblings-Cyber-Schweine. <laughs> ähm, es ist aber auch das Weichste. Es ist ja Kultur ist halt keine Softwarearchitektur, ähm, aber es geht halt jeden was an. Also dass die ähm, ITler dabei sind, eben eine Cyberkultur zu leben und leben müssen, das ist klar. Ähm, die HR-Leute, klar, die auch. Die arbeiten ja auch mit sensiblen Daten. Die haben ihre HR-Systeme so. Aber es gibt noch die Blue-Collar-Leute im Unternehmen, wie hier zum Beispiel den Gärtner. Auch die haben Rollen, Rechte, Berechtigung, Zugriffskarten, vielleicht auch Zugang zur digitalen Lohnabrechnung, eine E-Mail. Auch die müssen wir betrachten. Und zuletzt auch natürlich ähm, Praktikanten, Studierende. Ähm, meine Freundin Karin hat mir mal erzählt, dass in ihrem Unternehmen sind die Praktikanten die, die die meisten Berechtigungen haben, weil sie eben jede Abteilung durchlaufen und mit jedem Wechsel kriegen sie dann wieder so ein Set ähm, Berechtigungen aufgestellt und das wird einfach nicht abgebaut. Ja, und so kann es dann sein, dass der Praktikant am Ende mehr Rechte hat als der Chef. Also hier sind wirklich alle Mitarbeitenden mit gemeint. Und es ist auch wirklich ganz wichtig, dass hier klare Spielregeln gelten. Über das Identity- und Access-Management wird genau vorgegeben, wer was wann macht, in welchem Stadium des User-Lifecycles. Wirklich auch jeder Person. Gut, damit kommen wir auch schon fast zum Ende. Ich habe noch ähm, ein klein, zwei kleine Nachsätze. Ähm, es hilft nichts, wenn das... IAM nicht Bestandteil der Strategie ist. Es ist zwar meistens Teil ähm, der IT, aber ich finde, es muss einfach noch mal höher angesetzt werden. Es muss einfach ähm, eine Wichtigkeit kriegen. Und also diesen Ablauf kennen wir alle, haben wir hoffentlich auch alle in unseren ähm, Unternehmen, dass wir eben eine Vision haben, woraus sich ähm, die weiteren Schritte ableiten, zusammen mit der IT Security. Und auch hier ist IAM wirklich in die Mitte zu setzen. Das ist so wichtig, dass ähm, das immer mit, dass die Leute immer mit am Tisch sitzen. Und ähm, ja, wir kommen auch schon zur letzten, vorletzten Slide. Ähm, es ist ein Change-Thema. Ähm, es wird nicht reibungslos laufen, weil wirklich jede Abteilung betroffen ist. Ähm, jeder, jeder hat irgendwie so eine kleine Änderung und äh, Änderung erfordert äh, einfach zusätzliche Energie. Arbeitsabläufe werden sich verändern. Es wird Automatisierung geben, die vielleicht manche Aufgaben abnehmen, aber an anderer Stelle äh, werden Aufgaben wachsen, wie zum Beispiel Weiterentwicklung und der Betrieb einer IAM-Lösung. Ähm, und dann auch noch so dieses, diese emotionale Komponente. Ähm, hochprivilegierte Admins, die ganz stolz in ihren Büros sitzen und hochprivilegierte Accounts haben. Ähm, die kann man jetzt nicht mehr mehr fragen. Kannst du mal eben? Weil kannst du mal eben ist einfach kein ihrem prozess ähm, Das ja wird euch auch dann äh, beim Audit auf die Füße fallen. Genau. Noch mal so als Fazit: Ein Identity- und Access-Management ist einfach ein logischer Bauteil, ein wichtiger Bestandteil eines wachsenden und sich verändernden Unternehmens. Ähm, es gibt IT-Systeme, ihrem systeme, äh, -Systeme in, in allen Größen, Preisklassen, in allen äh, Varianten von Enterprise, Open Source, ähm, große Systeme, kleine Systeme, Systeme, die mehrere Kleinwagen teuer sind. Also wirklich je nach Bedarf. Ähm, aber anfangen solltet ihr damit eure Prozesse zu definieren. Denn das müsst ihr eh machen. Ähm, äh, und das ist auch wirklich so der, der komplizierteste Teil, ähm, den ihr erledigen müssen und ihr müsst diese prozesse auch leben und auch so komplizierte prozesse wie elternzeit die vielleicht auch jeder mitarbeitende anders haben möchte es muss da einfach eine klare struktur geben weil ja sonst nützt das alles nichts und es müssen auch eben alle systeme der it-landschaft müssen verwaltet werden alle mitarbeiter egal ob gärtner studierende ähm, oder sonst wäre, sie müssen alle verwaltet werden, weil sonst am Ende hast du irgendwie so eine Panzerlimousine, äh, Hochsicherheitstrakt, und hast irgendwie das Schiebedach offen gelassen oder die Ersatzschlüssel sind frei zugänglich, dann ist äh, der ganze Aufwand auch Quatsch. Und damit bin ich auch schon fertig und bedanke mich für das Zuhören. Und ähm, ja, habt ihr Fragen?